Meine Aufgabe heute ist, Ihnen etwas über die Entwicklung der neurochirurgischen Behandlung, zu referieren und darüber etwas zu reden. Bitte, wenn wir auf die Geschichte zurückgehen, sehen Sie, es gibt zwei Seiten. Das eine ist einmal, wie überhaupt die Zynikomyelie bekannt wurde. Denn das Wort Zynikomyelie, und ich kann nur sagen, das gab es ja keine diagnostische Möglichkeit in vergangenen Jahrhunderten. Man hat nur durch die, Sie sehen, dass selbst Erstbeschreibung da alles ging es auf Autopsien, wenn man dann das durchgeführt hat, hat man dann Veränderungen gesehen und dann war es also so, dass das die Beschreibung ging schon 1804 bei Portal und dann auch die Darstellung von Zynikomyelie richtig im Halsbereich und auch im Brustbereich wurde auch damals in eine Autopsie dargestellt. Und die Ausdrücke wie Zynikomyelie und Zynikobulbie, Sie wissen ja, was Zynikobulbie ist. Also wenn die Zynikomyelie im Bereich des Rückenmarks nach oben geht, im Bereich des Bulbus, dann heißt das dort Zynikobulbie. Diese Ausdrücke wurden auch schon, es ist schon über 100 Jahre, dass man das dargestellt hat und beschrieben hat. Natürlich wichtig war, wie könnte man die Zynikomyelie darstellen? Das war nämlich das Entscheidende überhaupt, dass man beim Patienten sagen kann, der hat also Zynikomyelie. Und das ging es mit Myelographie los. Und da habe ich selbst diese Ölmyelographie damals durchgeführt. Jetzt mal, da war heute vielleicht, weil Sie mein Gott, diese Ölmyelographien waren so, dass die immer geblieben sind. Die sind ja nicht dann ausgeschieden. Da können Sie noch 10 Jahre später ein Röntgen aufnehmen und können Sie dann diese auch sehen. Das war, also ich war ja übrigens nicht weit entfernt von Ihnen. Ich war Professor an Mainzer Universität jahrelang und ich habe 1957 in Mainzer Universität angefangen, Medizin zu studieren und ich war 63, habe ich mein Staatsexamen gemacht. Nicht schlecht, weil ich nach etwa 5,5 Jahren, etwas sogar schneller, mit sehr gut damals. Das war nicht so einfach, aber noch schneller war ich, dass ich dann vielleicht Neurochirurgie angefangen habe in Mainz mit 1964 und 1970 war ich schon Facharzt und gleich habilitiert und ein Jahr später war ich Professor für Neurochirurgie mit 33 Jahren an Mainzer Uni. Und ich glaube, diesen Rekord, meine Kollegen, die da sind, das hat noch niemand bislang geschafft zu brechen. Und ich warte darauf. Mein Sohn hat es versucht, aber in der Habilitation hat er versucht, aber Professor hat es nicht geschafft. Auf jeden Fall, ich erzähle Ihnen das, dass Sie wissen, dass ich damals mich intensiv auch mit der Diagnostik beschäftigt habe. Und die Myelographie, ich kann Ihnen sagen, wenn damals eine Diagnose Zynikomyelie in Mainz, ich sage 60er Jahre, auftauchte und sagte, wir Neurochirurgen alle haben um diese Patientin einen Bogen gemacht, weil wir nicht wussten, was wir da machen. Also ich weiß nicht, eine Frage, habt ihr auch noch in Erinnerung diese Zeit oder nicht mehr? Weil wenn man nicht weiß, was man macht bei einem Patienten, dann zieht man sich zurück. Man möchte man nicht so lange sich damit beschäftigen. Auf jeden Fall, sehr wichtig war damals, und das gehört zu meinem Leben auch, als wir dann Luft gegeben haben, also die Pneumoenzephalographie, also Luftdarstellung. Luft war ja auch billig und dann billig auch
nicht im Körper mit dem Öl dann. Und deshalb war es schon ein großer Fortschritt. Und ich habe, das werden Sie nicht glauben, ich habe das für meine wissenschaftliche Aufgabe gemacht. Und ich habe mit dieser Luft habilitiert. Also ich habe bei der These, also für die Habilitation, habe ich das mitgenommen. Sie sehen, ich habe 19, es war Lorenz-Zephalographie, war das, was von 1918 dann eingeführt wurde vom Dendin, aber Lorenz-Zephalotomographie, und das ist das etwas anderes, das heißt, dass wir ganz feine Schichten gemacht haben, wurde dann von Tichiro in Amerika und Wackenheim in Frankreich, gar nicht weit von Ihnen, und ich habe das in Deutschland dann mit meinem verehrten Lehrer, Professor Schürmann, der mich immer gefördert hat, habe ich in Deutschland dann damals eingeführt. Und ich konnte mit dieser Enzephalotomographie, die also viele Arbeiten nicht publiziert haben, Sie sehen das, 68 habe ich die kombinierte ventrikolumbale Lorenz-Zephalographie durchgeführt, weil es war ja so, dass damals man, wenn man erhöhte Hirndruck hatte, durfte man nicht vom Lumbalpunktion machen und Luft reingeben, sonst die Patienten wurden ankleben und an Ort und Stelle sterben. Das so gefährlich war das. Und ich habe zum ersten Mal eine Methode entwickelt, wo ich erst oben die Ventrikel, offene Ventrikeldrainage gemacht habe, von da Luft geben, dann konnte ich auch vom Winter Luft geben und war keine Gefahr. Das war meine persönliche, eine meiner ersten Erfindungen damals. Und ich konnte damit diese Bilder, die Sie sehen, das war damals schon sensationell, müssen Sie sich vorstellen. Das sieht dann die Feinheit des Gehirns in Luft zu sehen. Das war nur möglich, wenn man Tomographie gemacht hat, nach der Luftfüllung. Und ich habe eine Reihe von neuen Syndromen dann entdeckt, damals auch beschrieben. Sie sehen, Sie können sogar den Sehnerven sehen, damals, ohne Kernspintomographie, ohne CT. Damals alleine mit Luft und die Ventrikel, die einzelnen Ventrikel, und ich konnte auch Gefäße darstellen. Und auf jeden Fall, ich habe dann das Buch Lorenz-Zephalotomographie zusammengefasst, das war meine Habilitationsarbeit. 800 Fälle habe ich damals ausgewertet und da sehen Sie es, der junge Mann, der damals Professor an Mainzer Uni war, und das auch sich mit Mikroskop auseinandergesetzt hat. Das war nämlich das Gebiet, was ich versucht habe, auch als einer der Pioniere auf der ganzen Welt für die Neurochemie, das auch für Zirkomyalgie dann zugute gekommen ist. Ah, alle diese Dinge waren plötzlich wertlos. Warum? Weil 1969 kam die Computertomographie. Jetzt stellen Sie sich vor, ich habe jahrelang gekämpft, diese Methode zu entwickeln, dann auf einmal überhaupt nichts mehr und brauchte man gar nicht davon für Patienten Gebrauch zu machen. Und dann kam natürlich große Revolution, war die Kernspintomographie, also Magnetismantomographie. Und von da an war natürlich die Diagnose der Syringomyelie dann nur leichter. Und also das ist in den 70er Jahren, ging es dann richtig. Und nun, wie war es mit der Chirurgie? Die Chirurgie hat auch eine tolle Geschichte. Wir sehen, dass das hier 1892 wurde also die Punktion nach Hemiland, nach Laminektomie, dann hat man dann auch die Syrinx punktiert, aber keine Chancen gefunden, keine Ergebnisse gehabt und keine Chancen gehabt. Und man hat dann langsam überlegt, wenn wir einen Hohlraum im Rückenmark haben und dieser Hohlraum, wo mit Wasser gefüllt ist und dann Rückenmark komprimiert, dann die Behandlung wäre, wenn man diesen Hohlraum aufmacht und das Wasser ausnimmt, der Druck ist weg, dann der Patient nicht umgehen. Das war die erste Gedanken, die eben bestand. Und Sie sehen ja hier verschiedene Publikationen, da 1931 mit 44
32 in 50 Patienten mit solcher Methode. Also das heißt, einfach das Wasser wegnehmen und dann hat man dann gesehen, dass das Wasser wegnehmen alleine nicht geholfen hat, weil das Wasser wieder sich gefüllt hat und komprimiert hat. Dann hat man gesagt, wie können wir dann diese Hohlraum offen halten. Das heißt, es ging darum, dass wir hier versuchen, die Syrinx, also diese wassergefüllte Hohlraum, den sollten wir dann nach außen ableiten. Das war dann die Gedanke. Der ganze Gedanke des Chirurgspannung war fixiert für diese. Das heißt, es wurden verschiedene Methoden entwickelt, verschiedene Materialien, die man dann zwischen dann, den Syrinx und auch so Arachnoidalraum gelegt hat. Das war dann so 1936. Und dann hat man gesehen, dass das trotzdem nicht gut funktioniert. Da hat man gesagt, gut, dann machen wir das auf, dann versuchen wir das aufzuhalten, damit das immer rausfließt. Und man versuchte sogar einen Teil vom Wand von der Syrinx entfernen, das vom Brückenmark zu entfernen, damit ein großes Loch nach außen entsteht. Und da hat man versucht, dann da auch die Ränder von diesem geöffneten Hohlraum an die Seiten Plura und Arachnida zu nähen und offen zu halten. Und dann hat man gesehen, dass da auch das zugeht und versuchte man, das mit einer Drainage, das nach Subarachnoidalraum oder Richtung Thorax, also Brust oder Bauch abzuleiten durch die Drainage. Das war die Methode, die wir, sagen wir mal, damals in den 60er Jahren auch praktiziert haben. Das war die Methode, die wir so dachten, das wäre die Lösung der Operation des Die Gedanken, was die eigentliche Ursache von Syringopädie war, bestand schon 1938 bei Adelstein, der also davon gesprochen hat. Und diese Gedanken haben dazu geführt, dass zum Beispiel bei Arnold Chiari Malformation schon empfohlen wurde, 1932 schon, die erste Dekompression im kranioservikalen Übergang vorzunehmen. Aber da diese Operation in dem Bereich, im Bereich des Kleinhirns und Brückenmark sehr gefährlich war, sind fast alle Patienten gestorben. Jetzt können Sie sich vorstellen, wer traute sich dann diese Operation weiterzumachen. Und die erste erfolgreiche Serie war es also später 38 einmal, dass man zwei Patienten von fünf Patienten überlebt hat. Das war schon ein großer Erfolg, dass die Patienten am Leben bleiben können. Und man hat versucht, auch durch die Ventrikulostomie, die Gartner eingeführt hatte, das Problem zu lösen. Das war auch nicht erfolgreich. Und deshalb hat man angefangen, mehr und mehr sich mit der Pathophysiologie der Syringomyelie auseinanderzusetzen. Und man hat langsam, man ist dahinter gekommen, dass die Ursachen der Syringomyelie mannigfaltig sein können und nicht eine einzige Ursache gibt. Und deshalb hat man dann ich muss Ihnen eins sagen, in Medizin, solange ich jetzt in Medizin tätig bin, in dem Moment, wo man nicht weiß, was die Ursache ist, da gibt es hunderte von Theorien, jeder kommt mit irgendeinem Gedanken und bildet eine Pathophysiologie für seine Theorie. Und solange eine Geschichte so ist, dann müssen Sie immer wissen, die wissen es überhaupt nicht. Genau. Schauen Sie, ich habe wirklich Dutzende von Beispielen in meinem Leben
erlebt. Zum Beispiel weiß ich, ob Sie kennen diese unwillkürliche Zuckungen im Gesicht, den Facialspasmus. Ja. Es gibt Leute, die dann unwillkürlich. Diese Facialspasmus, ich kann mich erinnern, es gab Unmenge an Methoden, wie man den Nerv verletzt oder durchtrennt, ob man am Hirn stand oder im Gesicht und so weiter, und alle möglichen Theorien, bis man dann gefunden. Und deshalb, alles stimmt ja nicht. Alles stimmt ja wirklich nicht. Bis man dann herausgefunden hat, dass ein kleines Gefäß am Hirnstamm wie ein Hammer auf den Facialis drückt und das entsteht. Und als wir das wirklich kennengelernt haben, wir sind hingegangen, das Gefäß zur Seite, der Facialis-Spasmus ist vorbei. Und das ist gar nicht lange hier, das sind 30 Jahre oder ja, 30, 40 Jahre jetzt, wo wir das wissen und diese Patienten heilen. Und alle diese Theorien, die es gab, die sind alle verschwunden. Keiner redet mehr darüber. Weil, Sie sehen, ich habe hier aufgelistet für Sie, wie viele pathophysiologische Möglichkeiten hier aufgelistet wurden. Aber am Ende, eins wurde klar, dass eine idiopathische Syndrome hier eigentlich nicht gibt. Das heißt, eins kann ich Ihnen sagen, es gibt immer eine Ursache. Und diese Ursache, wir müssen uns bemühen, diese Ursache zu finden. Und wie kommt das Syndrome zustande? Jetzt wissen wir ganz genau, dass wenn eine Passage behindert, wissen Sie, meine Damen und Herren, wie wir in unserem Körper das Herz haben und das Blut im ganzen Körper einen Kreislauf hat und über die Lunge immer dann frischer wird und wieder zurückkommt. Genauso haben wir einen Hirnwasserkreislauf in unserem Gehirn und Rücken. Und ein Kreislauf, der permanent funktioniert. Es werden immer neu gebildet, das Wasser im Gehirn und in den Plexusbereichen. Und das Wasser wird permanent resorbiert. Das heißt, es ist eine Zirkulation, die ständig da ist. Nun, wenn an irgendeiner Stelle eine Passagebehinderung zustande kommt, dann das führt zu einer extrazellulären Flüssigkeitsvermehrung. Das heißt, aus den Zellen, dann kommen Flüssigkeit raus und die sammeln sich dann innerhalb des Rückenmarkes und die werden, wenn die ein gewisses Maß an Größe erreicht haben, dann fangen die an, das Rückenmark dann zu drücken und kommt dann die Cellulamidie oder Cellulamidie zustande. Das ist die Pathophysiologie der Entstehung von Syringomyelie. Ich habe ja vor 15 Jahren mit einem meiner Schüler, haben wir unsere Erfahrungen in einem Buch Syringomyelie dann publiziert, dargestellt. Ich glaube, Frau Schmitz, Sie kennen das wahrscheinlich schon, unsere Kollegen. Und wir haben versucht, alle diese Dinge dort in diesem Buch schon zusammenzustellen. Ich war so glücklich, als wir dann wirklich diese Pathophysiologie auch nachweisen könnten. Und wir könnten dann wirklich sicher sein, dass das immer das der Fall ist. Und dann haben wir von da an, haben wir nicht um den Patienten einen Bogen gemacht, sondern den Patienten genommen und auf den Kopf gestellt, bis wir wussten, an welcher Stelle diese Passagebehinderung da ist, um zu behandeln. Das war immer eine Freude für uns, einen Patienten mit Syringomyelie dann zu untersuchen und zu behandeln. Nun, die Lokalisation, wo diese Kompression bzw. dieser Stau zustande kommt, gibt es einmal zwischen dem Kopf und Hals, also im Thalamus-Cervicalübergang. Auf der anderen Seite im gesamten Spinalkanal kann das zustande kommen. Und wenn wir jetzt bei kraniosakralen Übergang jetzt da orientieren wollen, dann gibt es Chiari-Malformation, basilare Invagination, kleines Volumen, denn es gibt Menschen, die kleinen Volumen der hinteren Schädelgrube haben, und rhomboncephale Malformation, Arachnopathien, wenn eine Verwachsung im hinteren Schädelgrube vorkommt
Und das Wasser kann durch diese Verwachsung eine Behinderung entstehen, nicht das Wasser runterfließen kann. Und nach einem Meningitis und natürlich auch Tumoren können das verursachen. Im spinalen Bereich gibt es drei Sorten von Möglichkeiten. Einmal ist das die Missbildungen im Bereich der gesamten Wirbelsäule. Und das zweite ist die Tumoren, die können, also ich würde Ihnen zeigen, und dann natürlich die Arachnopathien genauso wie bei Kleinen. Schauen Sie sich jetzt dieses Bild sehr genau an. Das ist das Kleinhirn. Das ist die Cisterna Magna, wo das Wasser von hier runterfließt. Behalten Sie das jetzt in Erinnerung optisch. Und das, was Sie sehen, ist alles für Wasser. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Bild, wo diese Cisterna Magna völlig aufgebraucht ist. Und was ist da? Die kleine Tonsille ist hier nach unten gewandert. Das heißt, es ist zu. Es kann kein Hirnwasser von dort nach unten weitergeleitet werden. Eine ganz klare Sache. Und was macht das? Dann entsteht hier darunter dieses Syrinus. Und bei Querschnitten sehen Sie dieses Hohlraum mittendrin des Rückenmarks. Gut. Die Operation und die Behandlung besteht darin, dass man im Ich habe damals gesagt, dass sie viele gestorben sind, und zwar warum sie gestorben sind, war nicht wegen der Operation, sondern damals wir noch nicht so weit mit Intensivmedizin waren. Wir haben noch keine gute Anästhesie gehabt. Wir konnten diese Patienten nicht nach der Operation sehr gut versorgen. Daran sind sie gestorben, nicht an einer Operation und geschnitten worden ist. Das ist die Ursache. Und heutzutage ist ja fast eine Routine, Operation an diese Stelle zu operieren. Und was machen wir? Wir machen eine kleine Keratektomie, also wenn wir Knochen wegnehmen. Und wenn wir Knochen weggenommen haben, dann sehen wir, dass diese Tonsille, kleine Tonsille, nach unten verlagert sind. Die werden dann verödet und ein bisschen nach oben dann hochkommen, bis man zu dem vierten Ventrikel den Platz bekommen hat. Sie sehen, das sind die zwei kleinen Tonsillen. Sie sehen, die nach ganz tief liegen. Und hier, wenn die angehoben sind, Sie sehen, hier ist Platz. Da fließt dann das Wasser in den Bereich hier. Und natürlich, wir erweitern auch in solchen Fällen diesen Raum mit einem Materialvortex, dass das sehr, sehr gut verträglich ist und auch nicht Verklebungen verursacht. Hier sieht es dann aus. Sie sehen, das ist vor der Operation. Jetzt gucken Sie sich mal diesen Raum an. Jetzt ist da frei. Da kann das Wasser hier runterfließen. Gucken Sie sich diese Syrinus hier und das ist dann schon ein paar, zwei Wochen nach der Operation. Sie sehen, hier ist das schon kleiner geworden, ist ein bisschen zusammengefallen. Schauen Sie in der Querschnitt, sehen Sie große Syrinus und hier, wie klein das geworden ist. Das ist schon, das ist wieder ein weiteres Beispiel, wie Sie hier sehen, und genauso sehen Sie, dass das hier vorher und sehen Sie da hier nachher, wie das Wasser hier durchfließen kann. Sie sehen, die Tonsillen liegen hier tief und hier beide Tonsillen sind. Sie sehen in diesem Bild, eine Seite ist die Tonsille schon hochgehoben, andere Seite, Sie sehen, wie tief das liegt. Nicht? Aber wir haben gesehen, dass man mit einem Koagulation, Verödung, man das schrumpft dann das Kleinhirntonsille. Wenn man schrumpft, dann gehen die dann nach oben und dann ist das offen. Man kann auch das resistieren, ein Teil, das spielt gar keine Rolle, wie man das macht. Hier wieder sieht man dann Syrinus hier und dann das nach der Operation. Arachnopathien, das sind die Verwachsungen. Das sind nicht, dass die Tonsillen tief sitzen, sondern durch eine Meningitis oder durch irgendetwas ist zu einer Narbenbildung gekommen. Die Narben lassen nicht zu, dass das Wasser nach unten fließt. Und deswegen kann zu einer Syrinkomie. Wie viele Sie sehen, da, und das ist dann nach Beseitigung und das ist dann das Ergebnis. Und hier zeige ich Ihnen wieder ein Beispiel, wo Sie, Sie sehen, dass hier Syrinus
Depression und dann Erweiterung. Und dann das Ergebnis. Sie sehen, so war es denn vorher. Sie sehen hier, diese Hohlräume, die Hohlräume sind verschwunden. Diese Operationen sind fast bei allen Patienten das Gleiche. Das heißt, man weiß vorher schon, wenn man das so ausführt, das Ergebnis wird so sein. Und deshalb ist es kein Zweifel mehr daran. Nun, es gibt aber auch Instabilitäten im Kraniosakral. Sie kennen das bei Rheumatismus zum Beispiel, dass da eine Bewegung von Dents, also hier zustande kommen kann, und diese Bewegungen, diese Instabilität kann auch zu einer Passagebehinderung führen. Und daher ist es wichtig, dass in solchen Fällen man nicht nur Dekompression macht, sondern auch eine Stabilisierung vornimmt, also fixiert. Und es gibt verschiedene Methoden, das ist nicht unser Thema. Ich sage Ihnen nur eine Methode, wie man dann das kraniosakrale Übergang versorgt. Es gibt aber auch, jetzt sehen wir, haben jetzt hier keine Adolf Chiari. Aber wir haben hier Sirius. Wir haben erlebt, und das ist interessant, dass man immer danach sucht, wenn keine Adolf Chiari ist und man hat Sirius, nach anderen Ursachen zu suchen. Und hier machen wir sogenannte Liquor-Flow-Studie, also der Durchfluss von Liquor im Dünn. An welcher Stelle diese Veränderung dann zustande kommt. Schauen Sie sich mal das an hier, das ist ein Bandscheibenvorfall. Selbst ein Bandscheibenvorfall über längere Zeit, wenn dann die Flow gestorben ist, nicht bei jedem Bandscheibenvorfall, aber das kann auch vorkommen, kann ein Syrinx dann hier entstehen lassen. Das glaubt man nicht, aber wenn man aber diese Liquorflussstudie macht und plötzlich sieht man, aha, an dem Bereich, dann der Fluss ist gestorben. Und dann folgendessen haben wir dann den Syrinx. Und daran denkt, hat man nicht gedacht früher. Bandscheibenvorfall ist das, aber was hat der Syrinx damit zu tun? Aber wenn man einmal im Kopf hat, dass die Pathophysiologie besteht darin, dass wenn dieser Fluss gestorben ist, dann muss man danach suchen und zwar. Und hier haben wir natürlich doch. Jetzt sage ich Ihnen etwas, was Sie normalerweise nicht sehen und kennen. Das ist ein italienischer Patient, der erfolgreich von meinem Kollegen in Verona an diesen Tumor, was Sie hier sehen, operiert wurde. Sie sehen, der Tumor ist nicht mehr da. Wurde operiert, und zwar im Februar 2005. Und hier sehen Sie, der Tumor komprimiert das Rückenmark enorm. Und hier kein Tumor mehr. War bestens, der Patient ging nach Hause, fantastisch, dann entwickelte er einen Hydrocephalus. Sie wissen, was Hydrocephalus ist, das ist Wasserkopf. Entwickelte das, und dann hat er, hier, das sehen Sie auch wieder vor und nach der Operation, 3 Monate später, dann hat er einen Schand bekommen. Okay, dann ging der Patient wieder gut. Aber ein Jahr nach der Operation fing an, Gefühlsstörungen zu bekommen, und zwar unten in der Extremität, Gangstörung, und konnte die Arme nicht mehr heben und stürzte immer wieder. Und dann hat man eine Kontrolle. Was sehen Sie da? Selber Patient, es gab ja gar keine Syrinx und nichts. Sie sehen auf einmal, dass hier ein Syrinx entstanden ist. Es ist die Frage, was ist die Ursache? Genau. Ganz einfach. Genau das, was wir vorhin gesagt haben. Operationen können auch nach der Operation Narben entstehen lassen. Und die Narben haben dazu geführt, dass Wasser nicht mehr runterfließen kann. Aber man hat gedacht immer, das ist Tumor. Tumor ist wieder gewachsen, ja, weil es der Patient schlechter ging. Und diese Kernspintomographie sagt, dass das ist. Und natürlich ist eine solche Operation in 10-mal schwieriger als eine Anusiale. Warum? Weil der Patient hatte schon ein Operationsgebiet, wo der Tumor war, und der Tumor ist entfernt, diese Verwachsung, und
ich sage risikoreiche natürlich, aber das kann wohl wahrscheinlich gemacht werden, wenn man einige Erfahrung in diesem Bereich hat. Ich habe natürlich hier den Patienten dann aufgenommen und dann habe ich den Kraniosakralübergang dann freigelegt. Und was habe ich da gefunden? Katastrophale Narbenbildung. Also eine Manschette von Narbe mit Zement und das Brückenmark im Kraniosakralübergang. Ich gehe aus seitlichen Gründen. Ich habe Sie sehen, wie viele Narben ich muss da entfernen, bis ich ins Rückenmark da reinkomme. Und da musste ich natürlich auch die knöcherne Umgebungen ebenfalls dann wegnehmen, und, um eben da besser das darzustellen. Und Sie sehen, hier, ich gehe also relativ schnell, damit Sie sehen, das ist alles Narben. So, jetzt sieht man erst das Rückenmark, aber sehen Sie trotzdem noch auf dem Rückenmark noch geringgradige Narben, das sind die Nerven auf der Seite. Also ich rate meinen Kollegen nicht, diese Operation unbedingt durchzuführen, das ist nicht so einfach, weil das sicherlich das Risiko, dass man dann vielleicht auch dann vierte Weltkriege war geschlossen. Und Sie sehen, was Sie sehen, das ist die Verbindung zu dem Hirnkammer, also vierte Hirnkammer, und das musste auch geöffnet werden. Und dann natürlich mussten wir, um das vermeiden, dass nochmal kommt, ein Gordex nehmen und das erweitern. Und nachdem wir überzeugt von dieser Pathophysiologie sind und wissen, dass das behoben werden muss, natürlich nimmt man sich eine solche Arbeit und dann wird das durchgeführt. Und hier, jetzt gucken Sie sich mal der postoperative Kernschnitt. Der Syrinx ist weg und wir haben hier genügend Raum für den Lymphfluss. Und hier sehen Sie auch nochmal, da ist also Lymphfluss hier vorhanden. Schauen Sie sich mal hier dann auch, das Syrinx ist auch dann verschwunden. Das ist postoperativ. Das ist der präoperative, da können Sie gut vergleichen mit dem Syrinx. Und das ist der Syrinx verschwunden und der CSF-Fluss ist dann wieder da. Präoperativ, postoperativ. Und hier nochmal sehen Sie den Syrinx hier im Rückenmark und hier dann die Rückbildung des Syrinx. Und postoperativ war natürlich für uns wirklich, können Sie sich vorstellen, nach so einer schweren Operation, wenn man nicht das Ergebnis erreicht, dann wird man das nächste nicht mehr operieren, aber Gott sei Dank, Sie sehen, dass das, die Kraft wurde wieder vorhanden, zurückgekommen und die Gefühlsstörungen wurden langsam besser und das ist natürlich erfreulich. Und deshalb auch rate ich, nach Operationen können Syringomyelien entstehen. Und einzige Möglichkeit der Behandlung ist nochmalige Operation, Beseitigung der Narben, Erweiterung der Region. Nun, es gibt ja natürlich Arnold Chiari, wir haben ja publiziert vor etwa, glaube ich, knapp 20 Jahren diese Fälle von 165 Fälle von Arnold Chiari, wie zusammengestellt hatten damals. Es gibt bei Arnold Chiari nicht so, dass man unbedingt Syrinx haben muss, sondern auch ohne Syrinx kann man Beschwerden haben, nicht wahr? Und deshalb, die muss man auch entsprechend operieren. Das heißt, man muss entsprechend dann die Operation durchführen. Und ich werde Sie nicht mit den Dingen so lange aufhalten. Und die Zahl der Syringomyelien ist gegenüber Syringobulmie, was wir gesehen haben, ist 76 zu 24%. Und interessant ist, dass bei Arnold Chiari ohne Syrinx, wenn wir das sehen, dann ist ja so, dass die Gefühle, die Sesthesien und so weiter nicht vorhanden sind, aber Schmerzen und Gangataxien können ohne Syrinx bei Arnold Chiari durch diese Einengung entstehen. Deshalb ist berechtigt, die auch zu operieren. Wir können hier natürlich sehen, dass die
Operationen, die wir durchgeführt haben, ist sehr, sehr wichtig, dass man bei der Operation, wir haben ja versucht, verschiedene Kategorien miteinander zu vergleichen. Einmal die Shunt, nicht die Dekompression durchzuführen, sondern einfach Shunt-Operation und einmal dann die Dekompression. Und einmal haben wir verglichen die Größe der Dekompression. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Operation nicht immer Operation, wenn Sie hinter der Hinterschädelgrube kraniotomieren, wenn Sie zu groß kraniotomieren, was passiert? Sie machen Dekompression, das Kleinhirn fällt dann langsam über die Jahre runter, dann hat man einen Prolaps des Kleinhirns auch. Und das ist auch nicht in Ordnung. Wir haben gesehen, es muss kleine Kraniotomie sein und Dekompression, die Ergebnisse waren natürlich am besten. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Sachen ein wegen der Zeit, aber ich habe eben gesagt, was wenn man operiert ist, kann das Symptom wieder zurückkommen? Wird man nochmal Probleme haben? Ja. Wenn man zu große Kraniotomie macht und kommt zu einer Herniation. Wenn Narbenbildungen wieder kommen, dann können das auch kommen. Dann ein neuer Tumor entstehen, dann kann es auch vorkommen. Und deshalb, wir empfehlen, dass man den Chirurgen, die diese Operation durchführen, sehr genau auf die Größe der Kraniotomie achten und auch den vierten Ventrikel öffnen. Und Kleinhirntonsillen dann schrumpfen und wenn Raum wenig ist, unbedingt auch eine Erweiterung von der Zisterne durch vornehmen. Und die Chiari-Malformation, unsere Konklusion ist, dass Patienten mit progressiven Symptomen müssen sofort operiert werden und in, die Dekompression gegenüber Shunt ist immer, eigentlich heute würde ich weiß nicht, ob heute noch Shunt jemand macht, aber das darf man keinen Shunt mehr machen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Kollege sagen könnte, ob Sie auch noch Patienten sehen, die Shunt gemacht wurden, dass sie zu Ihnen kommen. Sehen von außen sieht man schon noch. Tatsächlich, ja. Sie sehen, obwohl das jetzt schon fast 20 Jahre das klar ist, dass wir keinen Shunt legen, Sie sehen, dass noch Patienten kommen, die mit Shunt kommen und Sie müssen revidieren und dann die Sache in Ordnung bringen. Also auf jeden Fall, wir wissen, dass die Operationen hier ganz, ganz wichtig sind und dass ich werde jetzt ein paar Worte auch über die Psychomyelie im Bereich der Wirbelsäule dann reden. Vor allem würde ich mich auf zwei Sachen konzentrieren. Einmal über die Arachnopathien, also das heißt, wenn Narben entstehen. Wir haben 71 Patienten operiert und dann haben wir 95 Operationen durchgeführt und wir haben bei diesen Patienten festgestellt, dass die entweder durch die Unfälle entstanden waren, nach den Unfällen gibt es auch solche Verwachsungen, oder das waren mehr vielleicht Infektionen. Das sind die Zahlen, ich will diese mit den Zahlen Sie nicht hier aufhalten, aber wir haben dann eine Klassifikation für diese Gruppe gemacht. Vier Kategorien gibt es. Wenn jemand Narben im Bereich des Spinalkanals hat, da interessieren Sie sich bestimmt sehr dafür. Grad 1 ist, wenn an einem Segment ganz umschrieben dann eine Narbe ist. Aber sonst der ganze Wirbelsäule ohne Narbe. An dieser Stelle wegen Passagebehinderung Zirkomyelie entsteht. Grad 2 ist, dass die Narbe dazu führt, dass Kontrastmittel nicht, wenn man eine Mirografie macht, nicht mehr durchgehen kann. Bei dem ersten geht immer noch das Kontrast, das heißt eine Teilblockade vorhanden ist. Dritte ist, dass mehrere Segmente
betroffen sind, nicht nur ein Segment, mehrere Segmente Narbenveränderungen sagen, ohne Anamnese der Meningitis, das heißt eine Entzündung des Spinalkanals, und das andere ist diffuse Meningitis. Nun, wenn wir hier das betrachten, was wir alles gemacht haben, das ist nicht wichtig, wichtig ist das Ergebnis. Wenn wir dann operiert haben, und zwar Dekompression und Erweiterung der Dura, dann muss man bei den Fällen, wenn man dekomprimiert und die Narbe nennt, muss man die Dura etwas erweitern, damit das Wasser lockerer durchfließen kann. Sie sehen das Ergebnis gegenüber Patienten, die Schand bekommen haben. Wir haben auch solche Patienten damals gehabt und überhaupt nicht vergleichbar. Das ist ein wunderbares Ergebnis und zwar Grad 1 und 2. Das ist Grad 1, 2 zeigt also ein hervorragendes Ergebnis. Grad 3 und 4, es ist immerhin besser als Schand, aber leider die Ergebnisse bei 3 und 4 nicht so gut, weil diese Verwachsungen erneut wieder entstehen. Also ich muss sagen, die Prognose der Patienten mit einer Narbenbildung, die über längere Segmente sind, nicht so rosig und so gut. Also ich möchte jetzt auf diese Statistik verzichten und einfach zusammenfassend sagen, für mich persönlich ist Anlage eines Schands obsolet. Also wirklich, wenn immer noch Ärzte das machen und glauben können, den Patienten und helfen, ja, temporär, ja, sofort nach der Operation einige Wochen und Monate und dann geht es wieder los. Also diese Operationen sollten, man muss Diagnostik vorantreiben und dann herausfinden, wo die Ursache ist, die Ursache beheben. Ich sage Ihnen ein weiteres Beispiel, ein Patient, der in London eine Laminektomie gemacht wurde, wegen Verdacht eines Tumors hier. Und da hat man Biopsie gemacht, auch keinen Tumor gefunden. Und dieser Patient, das war von C3 bis 2003 war das. Dann, dieser Patient kam dann zu uns mit diesem Bild, mit dieser Säule. Wir sehen von 3 bis 5 bis 6. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, natürlich, die Anamnese war natürlich eine ausgeprägte armbetonte Schwäche der linken Körperhälfte mit Spastik der Hände, der Hand sowie eine beginnende Schwäche der rechten Körperhälfte, Taubheitsgefühl und eine Temperaturempfindungsstörung. Das gehört auch zu Syncope, die Temperaturstörung der rechten Körperhälfte, kontinuierliche Verschlechterung. Gehen nur mit Unterstützung möglich. Und wir haben dann diese Patienten natürlich an uns genommen und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir das operieren. Jetzt zeige ich Ihnen, was Sie, denn das ist wichtig, dass Sie sowas einmal gesehen haben. Wie sieht aus, wenn eine solche, schauen Sie sich das an, das ist die Öffnung der Region von C3 bis C6 alles. Und wir nehmen die Dura wie zur Seite und jetzt gucken Sie sich, welche Narben dann in diesem Bereich vorhanden waren. Und zwar nicht nur nach hinten, sondern auch seitlich. Die dazu geführt hatten, dass das Liquor nicht durchfließen kann. Und was ich gemacht habe, Sie sehen diese Narbenplatte. Es ist also ganz eindeutig zu sehen. Dass ich sage Ihnen, damit Sie nicht nur theoretisch hören, sondern sehen, dass tatsächlich diese Narben, die da entstehen, der Fluss von Hirnwasser verhindern. Und wenn sie verhindern, dann entsteht. Und das ist entstanden nach der Operation in London, wo also Biopsie gemacht worden wurde, oder vielleicht war eine Myelitis oder irgendetwas Ähnliches damals, da ist eine Schwellung von den Vorlagen. Und Sie sehen, dass der Aufsicht ist ja auch war geöffnet und diese dicken Narben. Also ich hoffe, das ist sichtbar. Das ist etwas, was
eigentlich die Aufgabe des Chirurgen ist, diese Narben sehr vorsichtig unter dem Mikroskop und dann sauber das wegzunehmen. Und dann natürlich, um das zu verhindern, ist wichtig, dass man mit einem Cortex diesen Raum erweitert, damit das Wasser dann weiter besser. Und Sie müssen oberhalb und unterhalb dieser Narbenregion gehen. Sie müssen das Ganze erfassen. Sonst, hier, jetzt schauen Sie sich das an. Wo ist der Syrinx? Ist weg. Kein Syrinx mehr. Und hier haben wir einen enormen Platz, um das Wasser da hier durchfließen kann. Wo vorher überhaupt keine Fluss gab. Hier erneut, das ist präoperativ. Sie sehen dies, das. Und das ist postoperativ. Und natürlich, dieser Patient hatte keine Verschlechterung des Präoperativs. Das ist schon für uns ganz wichtig, dass er keine Verschlechterung durch die Operation entsteht, weil wir einen Rückenmark müssen bearbeiten und so. Aber langsam kontinuierliche Besserung und dann war möglich, das ohne Unterstützung die ersten Schritte zu gehen. Und das war sehr erfreulich. Ich zeige Ihnen nur schnell einige Beispiele von Standanlagen. Ich rede nicht mehr so viel über die einzelnen Narben. Ich zeige Ihnen, das sind alle Patienten, die zu uns gekommen sind, wir diagnostiziert haben. Schauen Sie sich mal, das sind die Standanlagen, die damals eingepflanzt waren. Und wir müssten da zurückgehen. Diese Katheter alle entfernen, die Narben alle entfernen und dann eine Erweiterung von der Dura vornehmen. Und wir haben eine große Anzahl an solchen Patienten. Sie sehen hier erneut, schauen Sie sich diese Narben an. Gucken Sie, diese Katheter selbst haben unglaubliche Narben dann erzeugt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, die hier sitzen, Schaft bekommen haben. Ich bin sicher, hier, ja, sehr viele von Ihnen und keiner von euch hat auf lange Sicht davon profitiert. Das ist das, was wir bei vielen Patienten festgestellt haben. Sie sehen, dass wir hier dann alle Narben beseitigt haben und dann hier erweitert haben. Das ist genauso ein weiterer Fall. Nun, ich mache es wegen der Fortgeschichte der Zeit ist relativ kurz, weil Schmerzen, es sind nicht, dass alle Patienten Schmerzen haben, aber die meisten haben auch Schmerzen, dass also das Leben zur Hölle macht. Wir haben eine Arbeit über Schmerzen und Syringomyelie geschrieben, wir haben alles zusammengestellt und natürlich wurden dann immer mit Medikamenten, Opiat oder Schmerzmittel immer behandelt und wir haben dann gesehen, dass auch die Schmerzen kann man sehr fein voneinander unterscheiden. Es gibt Schmerzen, die direkt vor der Syringomyelie ist. Da entstehen. Es gibt Schmerzen, die auch unterhalb von Syringomyelien sind. Und auf jeden Fall, ich mache es kurz, wenn, gehe ich nicht auf die Einzelheiten rein, Sie können sogar mit Husten und Niesen, können Sie dann auch was drücken auf den Jugularis weiter, das heißt, können Sie die Schmerzen dann provozieren, wenn das eine solche Einengung durch Syringomyelie besteht. Auf jeden Fall durch die Dekompression und wenn auch die Verwachsungen an Tetrakord bestehen zwischen der Region des Rückenmarks und auch der Dura, wenn die alle behoben werden, die Schmerzen verschwinden auch. Wir haben gesehen, dass genauso wie die Syrinx sich zusammenfällt, genauso nach der Operation Dekompression, ob anterior oder cervical ist, oder werden auch genauso gut. Die Tumoren, meine Damen und Herren, sind ja auch im Halsbereich und im Thoraxbereich auch im Wahlbereich zu existieren. Und wir haben festgestellt, bei verschiedenen Tumoren, die Zahl der Syringomyelien sind auch unterschiedlich. In unserem Material bei Astrozytomen 29% Ependymomen, die die meisten sind, ist 61% und bei Hemangioblastomen 86%. Aber wenn wir cervical, also Hals, Brust und Konus betrachten,
dann ist die Zahl des Regulierenden bei Torakabeln am meisten, über 50%, die verursachen oberhalb und auch unterhalb des Tumors dann sind. Sie zeigen Ihnen hier ein Ependymom von einer jungen Frau, ich damals operiert habe ich hier, Sie haben hier gesehen, das sind hier darunter, das ist alles hier unten und oberhalb von dem Tumor. Ja. Und wenn der Tumor dann entfernt ist, dann das Silice hat sich auch hier erneut, hier oberhalb, unterhalb und der Tumor ist entfernt und das Silice ist dann hier, Sie sehen das, der riesige Tumor, ein Ependymom, den ich entfernt habe, passiert ihn gleich nach der Operation. Und hier ein weiteres Beispiel, die Tumor-Syrinx und nach Entfernung des Syrinx. Man muss nicht bei der Operation zum Syrinx gehen. Es genügt nur, den Tumor zu entfernen. Braucht gar nicht zu öffnen, da braucht man gar nichts zu machen, sondern das Syrinx von sich dann verschwindet. Und hier zeige ich Ihnen einen Patienten, ein ganz großer Ependymom, der außer ihm Hirnstamm, Richtung Hirnstamm, vierte Ventrikel, A bis C4-5 auch ausgedehnt war. Ein Holländer aus Amsterdam habe ich dann vor längerer Zeit operiert. Hier sehen Sie dann diesen Operationsfilm. Man musste sowohl die Anorchiale hinten freimachen, als auch eine Laminektomie machen, um dann diese ganze, das ist die Eröffnung wie bei Arnold Chiari, also hintere Schädelgrube, und das ist dann der Tumor und das ist das Hirnstamm, was Sie da sehen, was wir dann präparieren, und da ist ja praktisch in Kürze, dann sehen Sie, dass dieser Tumor tatsächlich aus dem Hirnstamm herauspräpariert werden kann, und das ist jetzt die Ausdehnung des Tumors zum Halsmark, also zum Rückenmark nach unten. Sie sehen, wie schön auch man dabei in der Lage ist, diese Versorgungsgefäße auch noch zu erhalten, wenn man in der Mittellinie sehr exakt dann hineingeht. Und man muss achten auf die Versorgung der Arterien, die da gehen, dass sie nicht rupturiert werden, sondern rechtzeitig koaguliert und durchtrennt werden. Die werden dann auch. Das Rückenmark wird auch geschlossen, wird zusammengenäht dann. Und wir machen Laminotomien, das heißt, die Wirbelbögen werden wieder eingesetzt und fixiert. Sodass, das ist der Patient 12 Tage nach der Operation ohne. Ich habe jetzt, das liegt schon fast 12 Jahre zurück und kommt also alle 2 Jahre zur Kontrolle, bis ein normales Leben völlig normal ist. Aber auch große Syrinx haben Sie gesehen unterhalb. Das ist die Laminotomie, wie man das und Sie sehen jetzt, der Tumor ist weg und das Syrinx ist fast weg. Also da ist nichts mehr dann vorhanden. Das ist nach der Operation. Und das ist ein Astrozytom. Gucken Sie sich diese Tumor an und schauen Sie diese riesen Syrinx davon. Das ist ein Loch, ein riesen Loch im Rückenmark. Und der Junge, ein junger Mann mit Ausdehnung auch zum Sie sehen, dass die Ausdehnung vom Tumor und nachdem wir den Tumor hier dargestellt haben und komplett entfernt haben, Sie sehen, der Tumor ist komplett entfernt und gucken Sie sich der Junge an, direkt nach der Operation war auch verbessert sogar im Zustand und konnte auch sogar sich auf einem Bein auch noch halten und war eigentlich die Behandlung, beide Tumor war entfernt, aber sie liegt auch. Hier ein interessanter Fall. Da gibt es auch viele Tumoren, das ist ein sogenannter Hemangioblastome, der Hemangio. Sie sehen, diese kleine Tumor hier, eine so große Wirkung hat für Entstehung von Syrinx. Und die sehen Sie hier sehr schön, ganz hier. Wir haben hier nur eine Hemilaminektomie, nur eine ganz kleine Öffnung gemacht und können wir dann diese schöne. Ich sage schöne Tumor, weil das ein bisschen wild klingt. Also, aber ich möchte das. Ja, sehen Sie das? Das ist ein Hemangioblastom, der auf den Nerven liegt und auch
die Verbindung zur Rückenmark entsteht und dann macht also dieses große Zwickelmyelin. Sie sehen, das ist das Loch zum Zyrix hier. Von da aus, durch die Kompression, ist dieses Zyrix entstanden, dieses Loch. Und die gehen alle wunderbar nach der Entfernung von diesen. Es gibt zum Schluss ein Phänomen, und das ist nämlich Tettenkort. Tettenkort ist, glaube ich, auch für meine Kollegen, leider wird es verkannt. Wenn das Rückenmark, aus welchem Grund immer, mit irgendeiner Struktur innerhalb des Spinalkanals in Berührung kommt und festgehalten wird, weil Rückenmark eine gewisse Bewegung hat bei unseren alle möglichen Bewegungen und da wird festgehalten, das verursacht auch Zwickelmyelin. Das ist schwer zu erkennen, leider, weil man in statischen Bildern, die der Mann macht, so nicht sofort das erkennt. Aber ich möchte alle meine Kollegen wirklich darauf hinweisen, wenn sie nichts anderes finden, gucken sie am Ende für Tettenkort und wenn man dann den Tettenkort behebt, das ist, sehen Sie hier ein Beispiel davon, dieses Rückenmark an dieser Stelle, das ist ein Patient, Sie können wunderbar sehen, wie diese Stelle, das mit dem Dura verwachsen ist. Und wenn man das gesehen hat, ich bin der Meinung, auch da musste man operieren und diese Tettenkort beseitigen, den Patienten kann man dann helfen. Und natürlich, wie kann man Tettenkort verhindern? Man muss gute Blutstillung bei der Operation machen. Wir schließen immer die Dura wieder, das Rückenmark immer wieder zu. Und dann, wenn man eine Plastik macht wie Tettenkort, dann wie Gore-Tex bei Tettenkort, dann kann man diese Entstellung beheben. Meine Damen und Herren, das, was Sie sehen, ist das IE in Hannover. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Also ich bin ein bisschen schon stolz, dass wir weltweit das einzige Haus, was in Form eines Gehirns in die Geschichte der Architektur und in die Geschichte der Medizin entstanden ist, ist in Deutschland entstanden, nicht in Amerika, Land ohne Grenze, also Grenze der Möglichkeiten, sondern die sind nicht darauf gekommen, sondern wir sind als Erste darauf gekommen. Sie können stolz darauf sein. Und wenn Sie mal in Hannover sind, dann steht sogar in Hannover Empfehlung von Stadt Hannover, wenn man als Tourist da kommt, dass man dieses Haus aus der Nähe betrachtet. Denn im Bild kann man das gar nicht, die Schönheit dieses Hauses zeigen. Wir sind schon seit 13 Jahren dort und bitte? Ja, es ist mit Sicherheit nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Generationen werden in Deutschland stolz darauf sein und dieses Haus besuchen, weil das wirklich, die Architekten haben sich unglaublich Mühe gegeben. Das sind Gott sei Dank auch deutsche Architekten, die aus München dort mehrere Architekten, die 2 Jahre lang mit mir gekämpft haben. Ich habe die immer nach Hause geschickt. Bis die dann das endgültige Danke geliefert haben. Ich danke Ihnen, Frau Schmidt, für die Einladung. Ich danke unseren Kollegen, die hier sind. Die werden mir dann wirklich verzeihen, wenn ich dann nach Kaffeepause dann fliege, wobei ich heute Abend eine Veranstaltung auch habe, wo ich dann zurückfliegen muss. Aber ich danke Ihnen auch, meine Damen und Herren, dass sich damit auseinandersetzen. Glauben Sie mir, das meine ich ernst und auch emotional. Das ist, mein Herz geht auf, wenn ich sehe solche Selbsthilfegruppen, wie Sie jetzt hier darstellen, bei uns in Deutschland existieren, dass wir von unten aus versuchen, die Dinge in Bewegung zu bringen. Ich kann mich erinnern, das hat einmal Kennedy gesagt. Frag dich, was die Stadt für dich tut,
frag dich selber, was du für dein Land tust. Und ihr tut jetzt was auch für ein Land. Denken Sie nicht nur an Ihre eigene Erkrankung, denken Sie an tausende andere Menschen, die auch darunter leiden. Und Sie können auch denen helfen. Ich danke Ihnen sehr herzlich.